kommt zurück. Es geht weiter. Was erwartet uns da vorne? Wo sind wir? Ja, im Tempel, aber... Warum? Wieso? Keine Ahnung. Oh, was ist das? Eine Warp-Plattform. Ja, wo der jetzt doch schon so nach unten guckt, nutzen wir das doch. Diese Warp-Plattform scheint durch irgendein magisches Siegel blockiert zu sein. Okay, das nutzen wir nicht. Jetzt kommt, so viel sei verraten, eine etwas komische Stelle. Ich muss sagen, ich habe meistens keine Ahnung, wo es lang geht. Sie summt vor Energie, ja, Platte verwenden. Und deswegen laufe ich hier meistens recht planlos durch die Gegend. Man sieht, ihr wird geportet und die eine war nicht aktiv und die müssen wir natürlich aktivieren. Und wie? Ja, eigentlich ganz einfach. Wir werden Leute hauen müssen. Und zwar nicht in dem Weg, sondern in dem. Bis jetzt gibt es ja nur einen. Aber ich meine, hinterher werden das nämlich noch mehrere Wege. Ja, da hätten wir jetzt direkt 4 Teleporter. Ich überlege gerade, ob wir die großen Gegner einfach übergehen und die kleinen jetzt hier so fertig machen. Die EP einsammeln. Und dann einfach weitergehen. So richtig schlecht Schaden. Richtig. Schön gemacht, Julie. Die großen dauern mir zu lange und ich weiß nicht, ob wir uns eh im Kreis bewegen. Dann müssen wir die eh öfter machen. Und ehrlich gesagt, möchte ich doch langsam mal hier fertig werden. Und man doch nicht alles immer machen. Eine Kronperle. So. Ich nehme meine Taktik immer. Es wäre zu einfach, den nächsten Teleporter zu nehmen. Doch aufzukämpfen. Und wir nehmen den, der am weitesten entfernt ist. Meine Kollegen. Da ist Lennart. Lennart, wenn du voll bist mit dem Ding, würde ich auch mal einen voll so fertig machen. Nee, ist er nicht. Schöner Treffer. Heilung. Jetzt halt doch endlich mal. Okay. Komm, wir gewinnen. Das dürfte doch jetzt wohl nicht so das Problem sein, oder? Die paar Gegner. Stufe 2 hätten wir. Ein schwarzer Knappe. Na, den machen wir jetzt auch noch. Kann auch ruhig wechseln. Beben.
Ja, schwarzer Knappe. Die Kleinen machen mich fertig hier. So, ich heil jetzt auch mal. So, guck mal hier. Kann ja auch. Heilung. Okay, ich heile sehr wenig. Aber ich kann heilen. Die Warp-Plattform wurde durch eine geheimnisvolle Energie aktiviert. Das ist doch mal was. Nehmen wir die hier oder nehmen wir die noch einen weiter? Das sind sogar noch mehr, als ich dachte. Nehmen wir jetzt einfach mal die hier. Wie eben schon erwähnt, planlos. Ja, strömt Energie aus, ja. Wo sind wir gelandet? In einem Kreuz. Lennart? Jetzt aber. Jetzt ist deine Zeit gekommen. White Warrior, Wielder of the Ancient Sword, grant me your power. Alle vorbeikommen. Hallo. Hier, kleiner Mann. Ja, genau. Du bist auch gemeint. Du auch. Ja, so ist gut. Alle sind da. Kann die Party losgehen. So, der kriegt einen Talion. Das wird dir schmecken, hoffe ich. 400 Schaden. Ich glaube, der mag die Attacke nicht so. Jetzt bekommt er direkt noch eine. Die Warpplatte wurde betätigt oder aktiviert. Und welche nehmen wir? Wir gehen jetzt einfach die hier. Ne, da kann ich nicht lang. Dann gehen wir die hier lang. Immer geradeaus. Wird schon passen. Und Energie, ja, verwenden, ja, los. Hey, wir hätten hier schon mal immerhin einen Speicherpunkt. Und das zufällig am Ende des Parts. Wenn das... Na, wir speichern gleich. Wir speichern gleich. Wir gucken erst noch, ob wir Gegenstände ablegen können. Wir haben, glaube ich, ein, zwei... Also Griever gewandt. Nee, brauchen wir nicht. Lagern. Röntgenbrille. Lagern. Mana-Trank. Lagern. Ja, alles. Energietränke behalten wir jetzt. Und jetzt langsam hier auf den letzten Punkt an. So, haben wir alles nochmal. Gut, ja. Würde ich sagen, ich speichere, dann beenden wir hier. Bis dann. Ciao.